So, wir suchen jetzt mal den Eingang, um uns anzumelden und dann werden wir euch ein paar tolle Aufnahmen hoffentlich zeigen können. Bis gleich, ciao. Zipf schon mal angeschrieben. Und jetzt haben wir gerade herausgefunden, dass da Umfahrung gebaut worden ist. Eine neue Brücke. Früher hat man beim Lagerhaus da unten über die Bahn drüber fahren müssen, über die Schienen. Und wir fahren jetzt dann darüber. Also das ist jetzt gerade nicht recht romantisch da. U-Bahn-Navigationssystem. Ja. Das ist eher so der Industriebereich von Zipf. Ah, da fahren wir jetzt dann sogar bei der Brauerei vorbei, ja, gell? Ja, genau. Das ist das bekannteste Bier in Österreich, oder? Kann man schon sagen. Ja, da sieht man es eh schon, die Brauerei. Ja. Das Zipferbier. Da wurden während des Zweiten Weltkrieges die Raketen zusammengebaut. Ja. Genau, und irgendwann sind wir mal spazieren gegangen und dann haben wir einen alten Bunker gefunden, gell, wo Raketen gelagert waren früher. Ja. So, also es ist relativ unromantisch, diese riesige Anlage hier. Das haben sie auch vergrößert, ne? Da kommt ständig ein neuer Silo dazu. Ja. So, jetzt kommen wir da hin. Da ist das KZ-Denkmal. Ah ja, genau, das KZ-Denkmal gibt es auch. Also, vieles in Zipf erinnert noch an den Zweiten Weltkrieg. Schau, das ist so ein Bollerwagen, so einen hätte ich auch gern für die Zwillinge dann. Aha. Fliegen die da nicht hin und her drin? Nein, der ist voll praktisch. Jetzt ist Redl. So, jetzt fahren wir noch Redleine, weil wir haben ja in Redl-Zipf gewohnt. Schau, die haben noch immer die Schafe da hinten auf der Weide. Habe ich gerade gesehen. Gasthof Warmbacher. Das ist jetzt keine Pizzeria mehr. Das, früher war das eine Pizzeria. Jetzt hat es einen Metzger anscheinend. So, jetzt fahren wir über einen Tiefenbach. Und jetzt, Achtung, Papa, ganz langsam um die Kurve fahren. Du musst da schauen, hinter dem Ocker. Da ist es. In dem alten Bauernsachel haben wir gewohnt. Und schau, unser Zaun ist sogar noch da. Ah ja, schau, die haben sogar ein Schwimmbecken, haben sie sich gebaut. Da, wo das Schwimmbecken ist, da haben wir die Hühner und die Gänse gehabt. Mhm. Okay, scheint eine Familie jetzt drinnen zu wohnen. So, und jetzt fahren wir zurück zu der Kretztechnik, die seit den 60er Jahren sich auf Ultraschallgeräte spezialisiert haben. Wir haben schon ganz schön gebaut hier, ne? Wahnsinn! Das war früher, vor 10 Jahren war das alles Wiese. Und da kommt jetzt die Kretztechnik, da das sieht man schon. Das ist gleich am Hausruck und der Hausruck ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Österreich. Genau. So, und jetzt braucht man einen Parkplatz. Wir sind jetzt da. Wo ist ein Parkplatz? Da sind viele Parkplätze, ja. Da, also, mal rein, wir suchen uns jetzt mal einen Parkplatz und. Ah, schau, da sind schon Aufnahmen. Ja, das haben wir auch gesehen. Wo müssen wir jetzt hin? Darüber? Oder darüber? Also, wir suchen jetzt mal einen Parkplatz. Bis später, ciao. So, wir sind jetzt angemeldet und haben ein Schildchen bekommen und melden uns wieder. Die Visitor-Tafel mal gekriegt und jetzt geht's dann gleich los. Also, was war jetzt richtig cool, was wir erfahren haben bei dem Ultraschall? Dass Baby B hundertprozentig ein Junge ist. Ja, eindeutig. Ganz stolz. Hat alles ganz stolz hergezeigt. Genau. Und Baby A? Ist ein Yoga-Baby. Ist ein Yoga-Baby. Hat's gesagt, gell? Also, es war ja voll lieb, weil die seine Amerikanerin, die seit sehr vielen Jahren schon für die Firma arbeitet und. Wir haben die ganzen Informationen auf Englisch erhalten, das war auch ganz super. Ja, ein Baby ist zu 80% ein Mädchen, also ja, müssen wir nochmal abwarten.
Aber sie hat versucht, alles herauszufinden, was ging. Das Baby also, hat sich einfach zu gut getarnt. Ja. Und der Baby B, also der Boy, wird, kannst du reden, ne? Also, ja, der wird auf jeden Fall, also ist voll immer dumm gesprungen die ganze Zeit, gell? Ja. War sehr lebendig und hat getanzt. Baby A, das Yoga-Baby, was gemeint hat, ist sehr entspannt, immer im Schneidersitz gesessen, beziehungsweise hat die Beine überkreuzt und den Kopf runtergegeben, sehr ruhig. Haben die da einen Ameisenhaufen eingezäunt schon? Ja, den haben sie eingezäunt wahrscheinlich, damit ihn keiner zerstört. Ja, das ist boah, scheiße, du siehst das. Boah, das sind viele, Mann. Boah, da wurlt voll. Boah, ist das, das sind echt viele, Mann. Muss ich mal zoomen. Ja, gut, da außen runterrennen alle. Ja, ja, sicher, die werden uns gleich angreifen, wenn wir zu nah rennen. Wahnsinn. Ja. Das ist der größte Ameisenhaufen von je. Never. Nein, da gibt es noch größere. Aber der ist jetzt, wie groß wird der sein? 80 cm hoch? Ja, aber der geht dann nach unten noch. Der geht nach unten noch, ja. Wahnsinn. Der geht auch nach unten circa so weit, wie er nach oben geht, glaube ich. Wirklich? Ja, das ist ja Wahnsinn. Fast, also da, wer will reinfallen? Ich nicht. Ich auch nicht. Sei Dieb. Kann ich eine gute Geschichte erzählen? Okay, erzähl Papa. Also, wo ich noch ein junger Bursche war, so alt wie der Bär ungefähr. Und ich war mit meiner Oma und mit dem Opa, waren wir wandern in der Sächsischen Schweiz. Und ich habe dann auch so einen Ameisenhaufen gefunden und habe mir gedacht, ja, dann mache ich jetzt mal richtig rein. Oh, ja. Eine Bullon. Ich habe einige Bullon. War ja. So frech. Auf jeden Fall haben die mich alle angegriffen, sind in meine Hosenbeine hoch und ich war komplett zerbissen und zerstochen. Und angepinkelt, ne, sehr klar. Ja, und im Auto saß ich, saß im Auto die ganze Zeit da. Und daheim bin ich dann in die Badewanne gesteckt worden. Da war ich komplett übersät mit roten Punkten und überall schwamm Ameisen in dem Wasser. Wow. Die haben Ameisen, ja. Aber jetzt bin ich ein Naturschützer. Na Gott sei Dank. Ja. Cool. Aber Mama. Na, auf jeden Fall, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Baby A, Baby B, so genau. Ich switche mal schnell. In zwei Wochen haben es noch ein paar Experten da, die mit den Ultraschallgeräten, mit denen, die am neuesten Stand quasi der Technik gerade sind, nur mal Schulungen machen. Und da haben sie uns gefragt, ob wir nur mal kommen möchten. Und wir haben zugesagt. Also da werden wir dann nochmal richtig coole Bilder bekommen, beziehungsweise vielleicht wird sich Baby A zeigen, dass wir schon wissen, was wird. Wir würden es gern wissen. Ja, jetzt sind wir gerade ein bisschen in Gedanken versunken und in Erinnerungen, weil wir gerade festgestellt haben, dass es eigentlich wunderschön hier war zu wohnen, hinten im Wald. Das einzige. Eigentlich, das was man daraus bei uns erkennt, dass wir die ganzen Jahre, seitdem wir zusammen sind, uns immer das erfüllt haben, was wir uns gerade gewünscht haben. Aber echt immer. Wir wollten in einem alten Bauernhaus wohnen, so richtig wie unsere kleine Farm mit Hühnern, Enten, Gänsen, Holzhacken, zwei Öfen zum Einheizen. Und man hat natürlich dann schon gemerkt im Laufe der Zeit, dass das für uns, wie soll ich sagen? Na gerade der Winter. Der Winter. Sechs Monate Schnee war und Eis und dann musst du das Erdgeschoss mit einem Holzofen heizen und oben die Schlafräume mit einem Holzofen heizen. Ja. Und dann bist du mal übers Wochenende weg, fahrt, kommst heim, dann kannst du das Eis von innen von der Wand runterkratzen. Ja. Weil es so arschkalt war, es war halt wie vor 100 Jahren, gell? Da haben wir uns noch an der Zentralheizung gesehen und dann haben wir auch noch Räger gezogen in ein Haus mit Zentralheizung. Ja, ja. Nee, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja. Voll schön. Voll. Und vor allem, dass wir hier immer so ganz nah zum Wald hatten und man konnte da den ganzen Tag im Wald verbringen und hat noch längst nicht alles gesehen. Das ist dort wunderschön gewesen. Da der Bärhof und ich, wir waren dort immer Heidelbeeren, gab es da oben, ne? Sehr Heidelbeeren viele. Und Schwammerl hat genau. Gepflückt, ja. Heidelbeeren, Schwammerl. Oder da oben, du bist da oft der Radl durchgefahren, so zwei Stunden und dann ist er nach fünf Stunden zurückgekommen, weil er sich im Hausruckwald verirrt hat. Das war nicht so oft, wie sie sagt. Aber es war schon. Ja. Mäusli, bin ich wieder verfahren. Ja, das ist ja, wenn man in so einem Wald unterwegs ist und da hinten hat man keinen Empfang mehr, da gibt es keinen Handyempfang, nee, wir kein GPS. Nee, wir haben es gerade probiert, da ist nichts. Da gibt es nichts und wenn man da mal falsch abbiegt im Waldgebiet, dann kann das schon passieren, dass man da im Kreis fährt. Ja. Das ist, ja.
sind heute. Aber im Großen und Ganzen war es ein schönes Erlebnis, dort zu wohnen. Und ich könnte mir vorstellen, irgendwann, wenn wir älter sind, wieder so zu wohnen. Ja, aber ohne Winter bitte. Ja, der Winter nicht mehr unter 10 Grad. Ein bisschen Holzofen ist super, aber nicht, wenn es die niedergefriert. Aber da drüben, schau mal da. Jetzt zeigen wir euch nur mal schnell das Haus. Da vorne das schöne alte Bauernhaus. Naja, Bauernsache, sagt man in Österreich. Noch, auf dem Dach sieht man noch die Löcher, als der Kyrill war. Der genau, da oben diese, wo ist mein Finger? Da, diese Tafeln, da haben auf der anderen Seite auch noch ganz viele Einschusslöcher. Da waren so faustgroße Eiswürfel sind da runtergekommen, wie der Kyrill war. Gell? Ja, ja. Und die haben richtig das Dach zerschossen. Ja. Und ja. Aber es schaut alles recht gut aus und eine Familie scheint da drinnen zu wohnen. Das freut mich für die, weil das ist wirklich eine schöne Gegend da zum Wohnen. Ja, toll. Okay, dann bis bald. Ciao.